diesen ganzen ekligen oder komischen Sachen sich endlich was Schönes. Oh. Warum? 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 Hör auf, ich hab gekleckert, Mann. Das ist wegen dem dicken Bauch, da bleibt halt immer alles hängen. Hast du gerade ein Video von Bella geguckt oder was ist los? Das ist übel scharf. Ich bin sauer. Mann, es passiert nun mal, wenn man nicht essen kann. Nee, nee, einfach nee. Der ist neu. Übrigens habt ihr zu Recht gefragt, was das für eine Farbe ist auf meinen Nägeln. Und zwar ist es einmal, ich schreib's hin, weil ich habe hier so irgendeinen Typen, so einen Verwirrten, der schreit die ganze Zeit. So, ich bekomme jetzt heute mein Lash Lifting. Ich bin so gespannt, wie es bei mir aussehen wird und ob ich es mag. Vor allem müssen die mal gefärbt werden, weil die vorne echt hell sind. Ich habe normalerweise, wie man an meinen Augenbrauen sieht, echt dunkle Wimpern auch. Zumindest mal früher gehabt, aber ich glaube, halt durch die Lash Extensions ist das alles so ein bisschen feiner geworden. Das muss jetzt erstmal wieder genau so wachsen, wie es war. Ich bin auf den Unterschied gespannt. Okay, Leute, ready. Schaut mal, wie schön. Sehr, sehr schön. Gefällt mir total gut. Ich muss natürlich jetzt immer noch weiterhin benutze ich mein Wimpernserum. Da kommt auch bald nochmal ein Code zu. Ich sage euch früh genug Bescheid. Weil ich habe mir früher ja auch immer die Wimpern gefärbt und ich sehe natürlich da, dass das früher natürlich mehr war. Aber es ist ganz normal. Ich habe trotzdem super viele Wimpern. Nichts kaputt. Es sieht toll aus. Und es gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich kann sie trotzdem natürlich noch tuschen, wenn ich es mehr haben möchte. Und Leute, ich habe euch ja schon des Öfteren sehr viel von Blaulichtfilterbrillen erzählt, weil ich ja so Probleme mit trockenen Augen hatte und geplatzten Äderchen und so, wenn ich viel am Schneiden bin am PC und so weiter. Und die gibt es natürlich auch von Ray-Ban. Und ich habe sogar einen Code für euch, der lautet Bella20. Und da könnt ihr bei Mr. Specs sparen. Und ich finde die wirklich sehr, sehr schön. Das sind halt die klassischen Ray-Ban-Brillen, die ich auch zum Beispiel oft als Sonnenbrille trage. Finde ich sehr schön. Und dann habe ich auch noch diese hier, ebenfalls von Ray-Ban. Die ist so ein bisschen feiner vom Gestell. Das ist auch hier Gold. Mag ich sehr, sehr gerne, diese Details. Und es nimmt zum Beispiel auch Blendungen weg in der Dämmerung oder bei Nacht, wenn man Auto fährt, was ich zum Beispiel noch so einen sehr, sehr positiven Nebeneffekt finde. Ey Leute, hört auf, mich per DMs zu beleidigen, um mir zu sagen, ja, ich bin auch vage. Nein, ich nicht. Und ich habe auch überhaupt keine vage Vibes in mir. This is my vibe. This. No. Wisst ihr, das sind halt auch einfach Dinge, die mir wichtig sind im Leben. Dass man auch weiß, als treuer Zuschauer, dass man auch weiß, was für ein Sternzeichen ich bin. Also Leute, ganz ehrlich, ich bin sehr enttäuscht. Das muss ich auch einfach mal so sagen. Und ich weiß, dieses Sternzeichen bekommt immer so viel Hass ab. Aber ey, auch klassischer Skorpion-Satz, den ich jetzt sage, aber ihr habt einfach Angst vor uns. Ist es nicht so? Ist es nicht so? Hm? Und just for your information, hier habe ich als allererstes Vanilla Sky und danach Also Natural aufgetragen, beziehungsweise Leonie hat es aufgetragen. Und natürlich weiß ich, dass auch viel mit dem Aszendenten zu tun hat. Aber den verrate ich euch nicht.